Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Zurück im Titelbildschirm. Letztes Mal. Machen wir kurz noch eine Kopie, ne? Ihr wisst Bescheid. Nee, nicht zurück, sondern hier, ne? Kopieren. Letztes Mal. Oh, warte, der Drop kommt gleich. Ja, letztes Mal. Warte. Man muss es ja auch genießen, wenn man im Titelbildschirm ist, ne? Ist mir ja nicht oft. Von daher, ne? Also, nochmal, ja, willkommen und so, ne? Paper Mario, wir waren letztes Mal hier im Falkenheim, wie wir sehen. Und haben die Arena richtig schön durchgenudelt. Wir sind der Champ. Die Poster wollten sie nicht entfernen. Ist ein scheiß Laden. Von daher gehen wir jetzt auch wieder. Ja, der Vogel hängt immer noch am Shop hier, ne? Also, unglaublich. Was mit mir? Wo bin ich? Naja. Wir gehen mal zurück nach Rohlingen. Das ist das Luftschild auf Rohlingen. Müssen wir wegfliegen? Ja. Guck mal, der fliegt auch. Dabei ist er ein Fisch. Sieht alles gut aus. Danke, du auch. Ich überspring mal. Ne? Und da sind wir. Huch. Ich hab gerade das Bild für mich gelaggt. Ich hoffe, das war nicht in der Aufnahme. Ja. Wir werden jetzt hier so ein bisschen Sidequesting noch machen, glaube ich. Speichern brauchen wir nicht. Haben ja erst gestartet. Wollen wir zuerst zum Tor gehen oder. Erst lesen wir mal eine Mail, ne? Würde ich sagen. Stimmt. Ne, da ging ja auch noch die Party ab hier, ne? Die Crucio wollen die Welt erobern. Schockierend. Hey, Bama, ich glaube, das ist eine Mail. Geile Mucke übrigens von der Mail. Schön Super Mario World. Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Sie streben die Weltherrschaft an. Mario nur so, am Nicken. Ja. Ja, klingt logisch. Dafür wollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz heben. Wollen ihn heben? Oh, scheiße. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternjuwelen vor den Gangstern. Gangstern, auch so ein ganz geiles Wort. Auch so richtig bedrohlich. Gangster. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich, Peach. Diese Gangster, Mann. Die Welt erobern, das hört sich aber übel an, Bomber. Ach, meinst du? Du, das haben schon einige probiert. Das ist nix, das wir nicht hinkriegen. Hi, ich würde gerne meinen Trostpreis abholen, mein Pilz. Ja, ich muss gar nicht dich ansprechen. Ich muss einfach die Tafel angucken. So. Naja, Preis, ja, werden wir eh nicht gewinnen. Heutige Zahl lautet 4554. Oh, wait, das ist doch eine richtig? Oder muss von vorne richtig sein? Ist sogar zwei richtig. Du willst den dritten Preis? Ja, zwei Zahlen richtig. Das ist der dritte Preis. Einfach Ultrapilz. Jesus Christ. Huh. Hab ich nur. Ich habe, glaube ich, noch nie einfach so einen Ultrapilz bekommen. Gut, vielleicht. Es könnte auch daran liegen. Das ist ja ein Remake auf der Switch. Und die Switch, die Uhrzeit läuft da ja konstant weiter. Und wenn ich das auf einem Emulator oder so zocke, dann nicht. Glaube ich. Weiß ich gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass auf dem Emulator dann so das nie passiert ist. Ich habe das Spiel auch oft auf einem Emulator gezockt. Und damit ist die Zeit auch, sind die Tage auch nie so wirklich krass vergangen. Und jetzt hier aber schon, weil es hier ist immer so ein bis zwei Wochen her zwischen den Aufnahmen. Hier schreitet dann das schneller voran. Von daher, vielleicht kriegen wir ja wirklich noch den ersten Preis, ne? Mal gucken. Jo, was hast du denn so? Als im Angebot. Irgendwas Geiles? Das ist auch ein geiler. Hab ich den schon gesehen? Den Ouch-Orden? Ich weiß gar nicht. Es gibt zwei richtig geile Orden. Nicht geil. Einmal der hier. Verdoppelt den Schaden. Den Gegner Mario zufügen. Weil doch, ich glaube, das haben wir schon gesehen, ne? Weil ich meinte, ich habe da Bestrafung erwähnt, ne? In dem Kontext. Ob wir das als Bestrafung irgendwie machen könnten. Aber es. Ist, glaube ich, eine schlechte Bestrafung. Dann gibt es noch einen Orden, der Mario langsamer laufen lässt. Das
Ist geil. Oh, sorry. Bro. Haben wir eigentlich schon mal einen Ultrapilz gekocht? Kann man den überhaupt kochen? Boah, ich weiß gar nicht. Ich lage ihn erstmal hier. Guck mal, lagern. So. Zack. Was ist eigentlich mit den Hotdog? Die stellen alle BP her, ne? Das ist so scheiße hier im Inventar. Schwerer brauchen wir nicht. Eigentlich, den hätten wir verkaufen können. Ich voll Idiot. Hotelgutschein auch. Den Donutzorn würde ich, glaube ich, einlagern, weil der ist ein bisschen, das ist ganz gut. Den können wir für später vielleicht nutzen. Ich möchte gerne das Scheißeile wieder abholen, weil das verkaufe ich. Oh Gott, habe ich viele Pilze. hier. Verdammt, verkaufe ich das. Und vielleicht verkaufe ich noch ein paar von den Dingern, weil, also, die kann ich ja eh nicht gebrauchen eigentlich, oder? Also zumindest nicht so viele, weil die kann ich ja alle nur zwischen den Kämpfen einsetzen. Und da brauche ich, glaube ich, nicht so viele. Hier so eine Pilzpfanne noch verdreschen hier, so, zack. Gönn dir. Lass dir schmecken. So. Wunderbar. Haben wir hier noch was wir kaufen können? Nee, ne? Vielleicht eine Feuerblume? Einfach mal so eine Feuerblume? Komm. Wenn mich ein paar Gegner mal aufregen, nehmen wir eine Feuerblume mit. Nein. Wobei, drei Schaden ist halt nicht mehr so geil, drei Schaden, ne? Das killt eigentlich niemanden mehr. Na gut, wir gehen nochmal kurz hoch. Ja, der mit roten Augen ist immer noch da. Schön singst du da. Wunderbar. Sieht eigentlich unser Leben aus? Tipptopp. Ich möchte gerne beim Ordenshop nochmal vorbeigucken. Da könnte es jetzt neue Orden geben. Ja. Guck mal, hier ist ein Orden. Eisschlag. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Gekauft. Kostet auch nur ein Ordenpunkt. Also, es ist kein besonders guter Orden, aber ist quirky. Ich mag ihn. Kampffood sinken auf 5 oder weniger. Erhöht seinen Angriff auf. Nee, den baue ich nicht. Glück gehabt? Ja, nee. Was gibt's sonst noch so jetzt? Den Antifaul könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Komm, dann haben wir ihn. 100 Münzen ist schon viel, aber man könnte auch warten, bis sie im Angebot sind, aber nee. So, scheinbar sind leider noch nicht so viele Orden da, wie ich gerne hätte. Es gibt einen Orden, den hätte ich schon ganz gerne. Und zwar Pendant zum Eisschlag, der Feuerschlag. Oder ich weiß gar nicht, wie der Orden heißt. Aber der ist echt geil. Den will ich definitiv haben. Ich kann mal meine Schuhe hier verkaufen. Die brauche ich ja eh nicht. So. Was können wir noch verkaufen? Ja, also der Rest kann man theoretisch behalten. Wir brauchen ja im Moment kein Geld oder so. Von daher, nö. Alles tipptopp. So. Ist das der hier auch ein... Ne, das ist ein Schrumpf, weil ich ihn dabei hier. Ja, ja. Okay. So, wenn wir schon mal hier jetzt an der Oberfläche sind, würde ich sagen, speichern erst einmal. Und ich würde sagen, bevor wir wieder runtergehen, machen wir ein paar Quests. Ja, also wir gehen mal ins Trouble Center, in die Jobagentur. Seitdem wir sie nicht mehr arbeitslos sind. Oh, nee, vorher gehen wir noch hier rein. Stimmt. Zu Merlon, die alte Schreckschraube. Es ist ein R, nicht eine Sie. Rang wünscht dir auf die andere Seite des Tisches. Ja, ist ja gut, Mensch. Wollt mir nur deinen Bart ansehen. Ist so wuschig. Digga. Muss ja grausam sein, den zu, ne? So zu pflegen. Willkommen. Für drei Insignien erhöhe ich den Rang. Hm, wessen Rang möchtest du erhöhen? Ja, wen möchte ich erhöhen? So, Eierschlag lernt Randy. Das können wir verwenden tatsächlich. Knutschkurs kann man auch verwenden. Aber kostet viel. Eierschlag kostet, glaube ich, nicht so viel. Gubrina ist halt immer noch der Multikopf muss. Wir könnten Gubrina trotzdem machen, damit sie ein bisschen mehr Leben hat. Aber es geht eigentlich im Moment noch, glaube ich. Machen wir? Wie viel? Wir haben 8. Ja. Ich würde, glaube ich, einen von denen. Wobei, nee, ich kann nicht. Komm, ich mach beide. Wir kriegen noch genug Insignien. So, ich mach einfach Erona hier einmal. So, die kriegen ja auch alle mehr HP. Von daher ist ganz gut. Und Erona kann dann tatsächlich auch angreifen.
Auch wenn es viel kostet, glaube ich. Die Attacke, der Knutschkuss. Oh, jetzt richtig schön. Oh, Space. Schön Drogentrip. Oh ja. Geil. Ja, Randy kannst du auch noch. So. Der hat die KP auch nötig. Ich glaube, der hatte ja nur 10, oder? Rangus Aufus, das ist Latein, Digga. Au, mein Fuß! Ja. Nee, geht nicht, weil ich habe nur 2. Gumbrina, der geht's gut. Mach dir da keine Sorgen. Können wir mit einem Professor sprechen? Gumbart? Budi? Was los? Hängst du in deinem Kämmerchen ab? Also, du hast Sternhimmel gefunden. Ich denke, du sollst jetzt als erstes zum Äontor gehen. Alles Weitere können wir dann später bereden. Oh, warte. Ich glaube, es ist nichts im Müllheimer drin, ne? Schade, ich habe gehofft, dass da ein, zwei Einträge sind von den Mobs, die wir nicht gescannt haben. Aber ich glaube, wenn man Mobs nicht scannt und sie kommen im späteren Verlauf nochmal vor, dann kommen sie nicht in den Mülleimer. Ich glaube, in den Mülleimer kommen nur Mobs, die man sonst nicht mehr treffen kann, glaube ich. Also zum Beispiel Bossfights. Wenn man die Bossfights nicht gescannt hätte, dann würden sie im Mülleimer auftauchen. Glaube ich. Irgendwie so war das, meine ich. So. Gucken wir uns nochmal an, was es hier so gibt. Es gibt jetzt auch 3 neue. Jobangebot von Totsgora. Herztorte. Gaumenschmaus. Moment, der Auftrag ist noch gar nicht hier. Warum ist denn der nicht hier? Der müsste eigentlich jetzt hier sein, den Auftrag, den ich suche. Schade. Dann müssen wir den später machen. Ja, aber wir machen mal, machen einfach mal das erste. Suche Schlüssel. Von Lorenzo. Das ist der allererste Auftrag. Den habe ich nicht geskippt. Mein Name ist Lorenzo. Mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Das ist blöd. Der Schlüssel muss irgendwo in Rohlingen sein. Könnte ihn jemand für mich suchen? Ja, klar. Das ist ja echt genaue Beschreibung. Ich war vor dem letzten Haus im Ostend. Super Beschreibung. Irgendwo in Rohlingen. So, guck mal. Jetzt ist hier ein NPC gespawnt. Aus dem Nichts. Wo ist mein Auftrag angenommen? Also, dann geh auf die Suche. Okay, chill. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordensshop verloren. Okay, gut. Da waren wir ja schon. Bevor wir aber hingehen, wir sehen, hier kann man nämlich rüber mit Randy. Nice. Ist hier gleich was versteckt oder so? Nein. Muss ja ausprobieren, ne? So, hier ist aber, glaube ich, was versteckt. Ja, ich kenne mich aus, Leute. So, dann kann man hier noch rüber. So. Wir müssen hier noch einen Stern später abholen. Und, huch. Dann ist hier noch ein NPC. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem befassen will. Erstmal den Zivil. Ist eigentlich ist er ganz interessant, weil der erzählt Geschichten. Ich bin der Troubadour. Waldherr von. Ist das irgendwie. Wird wahrscheinlich irgendwie Anspieler sein, aber ich erkenne sie, glaube ich, nicht. Jeden Tag sitze ich hier oben und erzähle Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rohlingen. Du willst, erzähle ich dir etwas. Allerdings kostet es hier ein paar Münzen. Mein Geld. Du willst mein Geld haben? Kannst du knicken. Ja, der erzählt ein paar, so ein bisschen Lore. Ich weiß nicht, ob das das Richtige fürs Let's Play ist. Ich würde sagen, eher nicht. Aber, ist auf jeden Fall interessant. Ist eine Kakerlake, die... Oh, ich meine eigentlich die Kakerlake. Sorry. War nicht so gemeint. Na gut. Dann wollen wir doch nochmal zum Ordensshop gehen. Und uns den Schlüssel irgendwo abholen. Und da ist er, der Hausschlüssel. Und dann gib mir den mal zurück. Moini, ich hab den Schlüssel. Hast du ihn gefunden?
Ja, hier. Oh, mein Schlüssel. Ach, endlich kann ich wieder mein Haus. Vielen Dank. Bitte schön, Himmel hoch. 30 Münzen. Ja. War worth it, glaube ich. Oh, jetzt können wir einbrechen. Wir haben alle so dunkle Kammern. Ey, was ist denn durch los? Ist hier eigentlich nichts mehr drin? War hier nicht eine Sternsplitter? Sieht nicht so aus. Kann ich deine Einrichtung kaputt hauen? Kann ich irgendwas machen? Nein? Hier ein paar Flaschen. Ich will nicht. Hallo? Guckst du bitte nach links? Danke. Ah, es sind stabile Flaschen. Was machst du denn hier? Ich existiere. Ich breche ein. Ich habe deine Flaschen gekillt. Okay. Ja, dann gibt es den Auftrag scheinbar hier noch nicht. Den gibt es dann scheinbar später. Dann müssen wir immer wieder mal gucken, ob es den Auftrag gibt, den ich suche. Ich verrate natürlich nicht was. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum Eonta. I guess, weil dann haben jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu machen hier. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in der Story weiter. Okay, wir können jetzt hier auch noch. Wahrscheinlich. Irgendwas machen. Nein? Achso, ich muss wahrscheinlich erst. Achso, warte, ich kann hier. Moment. Was ist hier hinter? Eine Insignie. Ja, geil. Die nehme ich mit. Wahrscheinlich muss ich erst zum Tor und dann kann ich hier erst den Shortcut freischalten. Denke ich mal. Na dann. Achso, hier können wir jetzt auch dich erstmal vernichten. Und hier das hier aufschlagen. Da komme ich hier einfach hoch. Schön. Hat sich die Musik geändert hier? Da ist so ein Piano im Hintergrund. War das vorher auch schon? Ist auf jeden Fall neu. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen. Okay, jetzt ist das Piano weg. Das hat mich ein bisschen irgendwie an Twilight Princess erinnert. Ich weiß gar nicht warum. Das ist auch so ein geiles Game. Ja, 3 von 7 haben wir durch. Ich trinke unterdessen mal einen Schluck. Stay hydrated, Freunde. Gewischt. Keine Angst, das war nur Wasser. So. Ein schöner Wald. Ist doch schön. Überhaupt nicht gruselig. Und garantiert nicht mein Lieblingskapitel. Wurde die Lage an den Sternenwelt eingetragen? Ja, geil. Ist ja praktisch. Da muss das 4. Sternenwelt sein. Gehen wir zum Professor, der wird uns das erklären. Weil wir zu dumm sind. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, recht hast du, Randy. Was? Die Kerle, die die Prinzessin geführt haben, wollen die Welt erobern. Ganz genau, und deshalb wollen sie sich den Schatz krallen. Die Situation ist also ernst, das vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was dieser legendäre Schatz ist. In einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares darüber erfahren. Demzufolge enthält die Truhe in Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben des Desasters, das vor langer Zeit die versunkene Stadt vernichtet hat. Oh! Und nun denken Sie, Sie könnten die Welt mit diesem Desaster erobern oder was? Ich weiß nichts Genaues, aber diese Möglichkeit muss man wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfte diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, würde auch diese Stadt
nein, vielleicht wird sogar die ganze Welt untergehen. Okay, Professor, chillen Sie mal Ihre Eier. Suchen wir erst schnell das nächste Sternjuwel. Ganz meine Rede. Laut der Karte ist das nächste Sternjuwel im Düsterdorf. Düsterdorf? Düsterdorf. Ja, da kann ich auch nichts Genaues drüber sagen. Ja, Pech gehabt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres, unheimliches Dorf. Ein Moment. Oh, das ist das falsche Magazin. Sorry. Also in den Katakomben soll es wohl eine Röhre geben, die dorthin führt. Sie muss genau unterhalb vom Westend liegen. Ich habe zu tun, sorry. Sprich mich sonst einfach nochmal an. Aber nicht jetzt. Unterhalb vom Westend, also danke, Professor. Und du, Bomba, los, ballen wir. Oh je. Was liest du da Schönes? Kupine, Sehnsucht. Ja, Pech, dass mich das nicht interessiert, ob du eine Sehnsucht hast nach deinem Kupio. Und Rat, Ausgabe 2. Geil, noch mehr Spam. Ja, da brauchen wir alles nicht lesen. So, Luigi. Moin, Brasa. Wer ist er denn hier? Ich bin Kavum, ein Bob-Bomb aus Ofendorf. Luigi, als Braun verkleidet, ist wirklich ein Witz. Er kann in Stöckelschuhen ja so gar nicht laufen. Was ist... Moment, was ist hier die Story? Die ganze Zeit war er total wackelig auf den Beinen, ständig gestolpert und in andere Leute gerannt. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Weg frei ist, sobald Luigi wieder in High Heels herumstarkst. Sonst passiert am Ende noch ein Unglück, deshalb bleibe ich bei ihm. Okay, Bro. Freut mich, dass du Spaß hattest. Klingt nach einer wilden Story. Genau, unter Westend. Dass wir müssten da in die Kanalisation gehen. Ich will noch gucken, ob es hier noch irgendwas zu tun gibt, aber ich glaube nicht. Nee. Nee, okay. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja jetzt Randy am Start, ne? Mit dem kann man flattern. Und somit andere Orte erreichen, wie zum Beispiel den da links. Aber waren wir? Ja, wir waren hier schon mal, ne? Ja, wir waren hier schon mal. So, aber dann gehen wir jetzt mal hier rüber, weil hier waren wir noch nicht. Oh, noch eine Insignie. Haben wir noch nicht genug davon. Wir haben nie genug Insignie. So, und dann gibt es hier noch eine Röhre. Die schön in den Hintergrund führt. Was ist das für Licht da? Das irritiert mich. Das ist einfach ein gelber Punkt. Was fällt dem Punkt ein? Lol. Bin ich? Ja, ich bin dumm scheinbar. Wieso bin ich da runtergefallen? Ein Sternsplitter. Ein herrlicher Sternsplitter. Der leuchtet so schön. Wow. Kann ich jetzt hier einfach runterfallen und dann spawne ich links wieder? Wäre auch geil. So. Und da ist noch eine Tür und ein Block. Aber der Block ist grau. Mein Hammer ist zwar auch grau, aber ist nicht stark genug. Da brauchen wir wahrscheinlich einen besseren Hammer. Und hier ist eine Röhre. Düsterdorf. Ja, das ging ja fix, ne? Wollen wir doch mal reingehen. Rein. Die Röhre wirft dich wieder zurück. Ich habe mich gejudged einfach. Ne, dich lasse ich nicht durch. Was soll das denn, du blöde Röhre? Echt mal. Wir sollten dem Professor davon erzählen. Echt mal, gehen wir petzen. Scheiß Röhre. Das ist bestimmt so eine Rassistenröhre. Ja, man kennt's. Man kennt's doch. Ich nehme mich nicht mit. Autsch. Euch zerquetsch ich. Was sag ich dir? Erdbeben. Die haben 3 Leben. Scheiße. Na gut, dann machen wir jetzt Randys Special Attack. Und zwar den Eierschlag. Der kostet nur 2 PP. Einer weniger. Aber macht doch nicht so viel Schaden eigentlich. Sorgt man sich immer noch besser. Aber wir brauchen ja nur 1 Damage. So, drück im richtigen Moment A. Das ist nur 3 Damage, den wir jetzt hier machen. Hoffentlich gut verteilt. Nee, alles auf denselben Gegner.
Danke, danke dir, Randy. Das war echt. Das war echt, schön. Diese Verteilung. Na dann, brech wie in die Rübe. So. Genau, der kackt drei Eier, wirft die auf Gegner und dann schrumpfen die. Eventuell. Bei Boston funktioniert das eher nicht so. Oh, wir hatten 96, 69. Zuschauer, oh, wir kriegen Münzen. Wow. Wir kriegen doppelt, verdreifachte Münzen. Der hat bestimmt sehr viele Münzen gedroppt. Ja, da, oh, wow. Das waren bestimmt so zwei Münzen, die er uns gedroppt hat. Geil, danke dir. Merli, oder keine Ahnung, wie die hieß. Yo, Gumbart, was geht? Bist du fertig mit deinem Magazin? Das ist nicht Gumbart. Das ist ein anderer alter Sack. Zum Verwechseln ähnlich, aber. Professor, wir waren an dieser Röhre nach Düsterdorf, aber die spuckt uns einfach wieder aus, die Sau. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Kann ich in die Röhre hinein? Weiß ich auch nicht weiter. Okay. Gut. Es beendet das Projekt. Gehen wir nach Hause. Aber, Moment mal. Ja, da wäre eine Möglichkeit. Irgendwann Rolling soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Hier noch gleich sein Name. Genau ist Finstus und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungen ansehen. Sucht also nach Finstus. Okay. Suchen wir nach Finstus. Bist du Finstus? Nein, bist du nicht. Ja, und hier habe ich... Da weiß ich noch, wie ich früher halb verzweifelt bin, um diesen Finstus zu finden. Ich musste dann letzten Endes im Internet nachgucken. Ja, ich musste meinen alten Rechner hochrödeln lassen, mich ins Modem einloggen und danach suchen, wie ich zu diesem scheiß Finstus komme. Und es gibt hier halt einen Geheimgang. Man sieht es hier vielleicht durch die Perspektive ein bisschen. Aber hier ist ein Loch in der Wand. Und da ist nicht Finstus. Hey, hey, heute habe ich wieder einen gezinkten Karten die Leute abgezockt. Aber eins ist mir auf der Schliche einer ist mir auf die Schliche gekommen. Also habe ich mich hier verkrochen. Sag bloß keinen, dass du mich hier gesehen hast. Interessiert mich eigentlich nicht, solange ich nicht dein Opfer bin. So. Und zwar hier ist Finstus. Moin Meister. Mach die Kakerlage noch kurz weg hier. Ich glaube, hier hinten gibt es noch was abzustauben. Nämlich. Sternsplitter. Bling. So, moin Finstus. Können wir eigentlich mal. Was hat Gumbrina denn zu Finstus zu sagen? Oh, das war der falsche Knopf. Hallo, ich bin Finstus aus Düsterdorf. Was willst du von mir? Was? Willst du wissen, wie man durch die Röhre nach Düsseldorf kommt? Ich zeig dir meine Röhre. Weil ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf der Name steht. Hast du etwas, worauf der Name steht? Ich weiß nicht. So ein dickes, großes M auf meiner Mütze, aber gut, I guess, das ist ein Markenzeichen. Zählt das nicht auch? Ja gut, dann halt nicht. Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Ach, du sollst bitte meinen Namen schreiben. Ich heiße Daumen hoch übrigens. Mario, dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Warum hinten? Gobrina, pass auf. Das war in die Arschritze, ne? Na gut. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Gobrina. Das kitzelt. Was auch immer ihr Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Okay. Das ist Finstus. Er liebt die Düsternis. Den ganzen Tag verbringt er im Halbdunkel. Ich verstehe es zwar nicht, aber er scheint damit ganz glücklich zu sein. Mensch, Leute, die glücklich sind. Pah! Grausam. So, ja, dann können wir jetzt durch die Röhre scheinbar, ne? Denke ich mal. Oder muss ich noch einen Zauberspruch aufsagen? Ja, man weiß ja nie.
Und dann sind wir wieder. Diesmal mit unserem Boy Kupio am Start, ne? Weil es ist mein Junge. Ich liebe ihn. Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Ein richtig lamer Name. Ich glaube, der hat im Englischen einen besseren Namen. Düsterdorf. Ein Schwein. Noch ein Schwein. Die Sau. Wortwörtlich. Hier ist es aber düster. Ohne Zweifel, das muss Düsterdorf sein. Wow. Deduction Master. Oh? Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Ja, die haben alle diese... Die werden auch alle dieselbe Stimme haben, ja? Ich bin... Es wäre mir sonst zu viel. Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was? Schlechter Zeitpunkt? Wie meinst du das? Also, oh nein, mir graut schon, wenn ich nur daran denke. Bing bong. Oh nein, schon wieder die Glocke. Entsetzlich, wenn es wohl diesmal trifft. Oink, oink. Was war das denn? Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. Oh, es ist wieder ein alter Mann. Mein Gott. Kann die auch andere Charaktere als alte Männer machen? Wer bist du denn? Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen. Dann können wir in Ruhe reden. Okay. Einen gruseligen alten Mann in sein Haus folgen, das klingt nach einer guten Idee. Ich würde euch so gern in unserem Dorf willkommen heißen. Aber leider... Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Oh! Ein Fluch? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alleine deine Lieben werden plötzlich zu alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird. Voller Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn es so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Irgendwie witzig, finde ich. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Ja gut, ich will kein Schwein werden. Aber Schweine sind süß. Wir können nicht weggehen. Zuerst müssen wir etwas finden. Weißt du vielleicht etwas über das Sternenhimmel? Hallo? Wer hat dir gesagt, du könntest ihn duzen? Das ist ein glitzernder sternförmiger Stein. Das Sternenhimmel, ich weiß nichts Genaues, aber... Der Spukabtei sicher. Okay, ich bin hier. Das ist auch so eine Stimme, die mich zum Gehen bringt. Ich habe mal gehört, dass die dort irgendeinen roten sternförmigen Stein anbeten. Oh, ist das wahr? Mario, das ist sicherlich das Sternjuwel. Ja, ihr wollt doch nicht etwa... Bro, chill, was mit deinem Ausdruck? Ihr wollt nicht etwa... Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Was für eine Kühne. Reiß dich zusammen. So. Ne, Sternsplitter. Ich wollte es nicht sagen, weil ich war mir nie sicher, aber... War doch so. Oh, schon die Vögel ein bisschen nerven. Oh ja, hier gibt's ganz viel Gras. Okay, Leute. Ich glaube, ich muss die mal im Schnelldurchlauf alles niedermähen. Wegen sowas zum Beispiel.
So. Dafür gibt's ja den Schnitt, nicht wahr? Gasthaus brauchen wir eigentlich nicht. Was sagst du so? Grunz, Grunz. Was ist eigentlich, wenn wir mit Gubrina... Hat sie irgendwas zu den Schweinen zu sagen? Ein düster Dörfler in einem Schweinekörper. Bestimmt hätte er nie damit gerechnet, dass ihm so etwas passieren könnte. Bei ihm sagst du das Gleiche? Düster Dörfler. Sieht ganz so aus, als fühlte er sich auch nach seiner Verwandlung noch sauwohl in seiner Haut. Wie schön. Okay. To my boy. My boy Kupio. Oink. Herz. Grundherz. Oink. Herz. Die flirten mit mir. Die Sau. Die Säue. Könnte ich zu Speck verarbeiten? Ne? Ich frage ja nur. Rein wissenschaftlich gefragt, meine ich. Mormon ist das einzige Verlässliche in diesem Dorf. Deshalb bete ich zu ihm. Mormon, lass mich kein Schwein werden. Ich esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr. Okay. Oh, Alter. Das Shop-Symbol da ist auch düster. Das ist glaube ich anders als im Original. Im Original ist es eine normale Feuerblume. Das ist ein netter Touch. Schnüff, schnief. Da ist jemand am Koksen. Wollen wir mal nicht stören. Kaka. Moini, lässt du mich durch? Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr dort hingehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Ja, wir kamen doch schon wieder. Na gut, dann gehen wir eben zum Dorfvorsteher. Wer war noch gerade eben bei ihm? Was ist los? Huch, das war ein Schluck auf. Eine holde Maid in Not. Das ist mein Moment. Hey. Oh, mein Kunde. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Hm? Wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein. Ah, sie hat einen Mann. Okay. Ja, zum Schwein. Das ist tragisch. Wird schon wieder. Keine Sorge. Es ist in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er liegt lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könne von mir aus ein Schwein werden. Wow, welch Ironie des Schicksals. Aber dass er wirklich zum Schwein wird. Plot Twist nennt man das. Okay, neulich kam so ein Grobian. Ich bin das nicht, ich drück nicht. Sie rambelt vor sich hin. Was mit Unterhosen? Kannst du die Stelle nochmal wiederholen, bitte? Hörst du mir eigentlich zu? Nö, ich hab beim... Egal. Kannst du nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Okay. Also, ja, wie helfen wir dir? So? Nein? Buik, buik. Buik, buik? Was soll das denn heißen? Hab ich beide getroffen. Double Kill. Ja, ich geh mal ins Lager, ne? Oh, scheiße, Su. Was? Die Tür ist verschlossen. Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Da immer diese Ehemänner. Zu nichts zu gebrauchen sind die. Naja. Haben wir eine Sidequest. Oh. Die Glocke, Leute. Jetzt wird wieder einer in ein Schwein verwandelt. Nur gut, dass es mich nicht erwischt hat. Ja, wart's nur ab, Kups. Kupio. Wart nur ab. Wir können hier noch eine Weile bleiben, du. Ich meine, ich habe keinen Stress. Also, ich bin ja Main Character. Mir kann eh nichts passieren. Zwinker, zwinker. Oh mein Gott! Ist dieses Schwein etwa der Torvorsteher? Was für ein Unglück. Was sollen wir jetzt tun? Wir brauchen am Tor doch seine Genehmigung. Jo. Ja. Dann,
Sagen wir ihm einfach, entweder so oder mein Hammer in seinem Arsch. Die Glocke. Was wohl jetzt passieren wird? Oh mein Gott! Was für ein Zufall! Wo ist denn der Wächter? Ist doch nicht etwa ein Schwein geworden? Das wäre ja komplett, wow! Hätte ich nicht damit gerechnet. Schade für ihn, aber wie soll ich die Chance nutzen? Genau, Kupio. Langsam denkst du wie ich. Es ist sein Problem, nicht meins. Düster Weg. Oh, der Stein ist neu. Sieht so aus, als ob man den da wegschieben kann. Ah, vielleicht mit Erona? Nein? Wait. Das ist jetzt das erste Rätsel, das neu für mich ist. Weil das war im Original nicht hier. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Weil da muss ich eigentlich reinkommen. Komm, Brina, hilf mir. Das ist der düstere Weg. Irgendwie ein einsamer Pfad, oder? Und nein, das bilde ich mir bestimmt nur ein. Was? Was bildest du dir ein? Rubina, rede mit mir. Girl. Tu doch sowas nicht. So, wir gehen mal weiter. Vielleicht legt sich das irgendwann noch. Aber, hä? Wie macht man den Stein weg? Guck mal, hier gibt's neue Gegner. Bonk. Oh, der Remix gefällt mir. Spooky. Der ist geil. Das ist ein Hyper-Gumba. Das sind also hyperstarke Gumbas. 8 KP, 2 Angriff. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Muss ich schnell erledigen, bevor es so weit kommt. Oh ja. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Ja, 8 Schaden ist tatsächlich heftig. Aber wir können einen schon mal hier killen, das ist gut. So. Er lädt sich auf, weise. Aber den kriegen wir gekillt. Habe ich gekontert. Oder kriegen wir ihn gekillt? Moment. Ja, doch. Klar. Wir wechseln auf. Hier einfach Kupio, ne? Das dürfte schon reichen. Hier ein Panzerstoß. Genau, müssen ihn nur 2 Schaden machen. Weil dann reicht ein Powerhauer aus. Sehr schön. Oh, wir kriegen Bingo. Wir kriegen Bingo, Leute. Aua. Das sind zum Glück nur 2 Schaden. Aber jetzt überleg mal. Mich trifft so ein aufgeladener Goomba. Ich kann einfach 8 Damage, wenn ich den nicht konter. Warte. Ja, ist natürlich kein Problem für mich, aber falls er treffen sollte, aus welchem Grund auch immer, 8 Damage, ne? Also, er ist langsam lebensbedrohlich hier. Also, es ist quasi ein Fehler und Hälfte Leben ist weg. Ein winziger Fehler. Also, ja. 6 Sternis. Hätte es mir auch ein bisschen mehr geben können, bin ich ehrlich. Aber gut. Ein Pilz. Ein Pilz. Wir wechseln wieder auf Gubrina, weil hier gibt es doch mehr neue Gegner. Ne, wenn da ein
normaler Goomba ist, dann... Oh. Hi. Noch ein Ei? Oder wie? Oh, nee, das war jetzt eine Münze. Haha. Ah, ich wusste, da war noch was. Ja, viele Items. So, genau, du. Ich würde dich gerne mit dem Hammer angreifen, bitte. Zack. Ich hätte auch einen Wirbelschlag machen können. Och, drei. Okay, das ist jetzt wirklich... Aber wir haben Erona. Ja, ich glaube, das machen wir mit Erona. Kein Bock auf drei Fliegeviecher, die sich alle aufladen können. Ja, doch, hier ist gerne natürlich. Und der hat so einen Buhlaken. Kann sich unsichtbar machen. Ah, es heißt das gleiche, genau. Acht, wenn sie sich aufladen. Genau, sind gefährlich, auf jeden Fall. Vor allem die Fliegeviecher. Ja, wir wissen, wir haben ein Problem gehabt mit denen in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, will ich... Eine Feuerblume reicht halt nicht, die macht nur drei Schaden. Deshalb... Oh, ich muss den Eisschlag übrigens noch anlegen. Das bringt eigentlich alles nicht so wirklich was. Ich wechsle mal aus auf Erona. Und... I don't know. Ich mach mal Verteidigung. Er macht sich unsichtbar. Er macht ihn unsichtbar. Oh wehe, der lädt sich jetzt auf. Oh, aber wir haben Glück. Ich glaube, Eronas Fähigkeit umgeht das einfach knallhart. Ich glaube, wir können die trotzdem alle wegpusten. Das wäre geil. Bitte, Hurricane. Wir haben jetzt Knutschkurs, kostet eins weniger. Und ich glaube, dass einfach 5 KP stehen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder scaled das mit meinem Angriff? Weil dann wäre es jetzt... Wir haben jetzt mit Erona einen Angriff von 3. Das wäre 3 Schaden. Ich glaube, das wäre zu wenig. Ich glaube, das macht 5 Damage immer. Hurricane aber. War das deswegen unsichtbar oder war das einfach Pech? Damn it. Na ja, gut, wir halten es aus. Ich muss blocken. Ey, Konter. Was machen wir jetzt? Ja, nochmal ein Hurricane, oder? Wahrscheinlich. Oder wir machen einen Knutschkuss. Probieren wir mal den Knutschkuss aus. Was muss ich machen? Drücke Knopf nur, wenn aufleuchtet. Ah. Okay, es ist wirklich nur 3. Ich habe den noch nie gemacht, deshalb weiß ich auch gar nicht, wie der geht. Oh, oh, warte. Alter, ich bin einfach der Master of Bingo. Das habe ich sogar gebraucht, Mensch. Schön die 7 KP wieder weggeheilt. So, magst du mir noch mehr aufs Maul geben? Nein? Aua. Was machst du jetzt? Okay, da sind die Zuschauer weg. Ich mach mal nicht Hurricane, ich weiß, also... Ja, ich weiß nicht, ob's... Ja, wobei... Der Knutschkuss killt der garantiert nicht. Und dann müsste ich eine Feuerblume... Nee, komm, ich mach einfach Hurricane, du bist. Komm, bitte. Triff aber. Nice. Und das ist ein Level Up. Wuhu! Was können wir uns denn heute? Lull. Ballenpunkte. Ich hoffe, ich will nicht irgendwann mal aus Versehen was anderes aus. Aber es kann man wieder rückgängig machen, tatsächlich. Also es wäre nicht so schlimm. Verwirrpulver. Cool. So.
Wieder Umbrina. Oh, da kommt noch einer, logischerweise. Gibt noch einen Goomba in der Familie. Und zwar er hier. Oh, da ist noch was. Ein Blümchen ist da. Wir machen erstmal den Goomba. Ein Hysterigumba, okay. So, also Angriffskraft 3 und dann logischerweise auch 9 schreckliche Biester. Ja, die sind eklig. Aber den einen kriegen wir schon mal down. Komm, ich mach mal einen Wirbelschlag. Ich treffe ja auch die hinteren. Butz. Der hat wieder so einen Buhlaken. Rechtags. Kommt, das haut eher ab, oder? Das haut rein. Nee, doch. So. Dann, Kupio. Cool. Du bist so cool, Kupio. Echt. Mann. Wie kann ich so cool sein wie du? Gut, sie geben immer noch 2 Sternis. Sehr schön. Ja, wir haben ja Level abbekommen gerade. Die Blume gibt leider keine Punkte, weil es abgehauen ist. Leider Gottes. Abhauen bringt 0 Punkte. So, ja, die Bäume müssen wir auch noch schlagen. Ja, da war bestimmt nichts drin. So. Moin! Oink, oink! Gumbrina? Ich wette, das ist auch ein düster Dörfler. Aber er wohl vor lauter Schreck den Heimweg vergessen hat? Na, vielleicht. Aber hier ist ein Schlüssel und ein Baum. Wie wir den wohl kriegen? Etwa. Mit unserem Boy, the one and only, Kupio, the man. Der Hero? Ladenschlüssel. Na dann. Gehen wir mal zum Laden. Aber wie komme ich hier rein? Wenn ich hier. War nächste Szene. Nochmal. Aber wie komme ich hier rein? Ah, ich kann es doch stoßen. Hä? Das ging vorher nicht. Ich habe das probiert. Ich habe ja schon gesehen, dass das so Schleifspuren sind, aber... Ein Schlüssel und... Münzen. War da nicht ein... Da waren Insignien drin früher. Da waren keine Münzen drin.